Based on your studies of this subject matter, is it fair to say that you can get almost anybody to say anything if you're hard enough on them over time? I would say that that's true, but that's also the problem. You could get them to say anything. Thank you. Juli 1976, eine Stunde vor Mitternacht. Der französische Nationalfeiertag neigt sich seinem Ende zu. In dem kleinen ostfranzösischen Dorf Traves nähert sich eine bewaffnete Gruppe vorsichtig einem einsam am Waldrand gelegenen Haus. Dort angekommen, eröffnen die Männer das Feuer und werfen tödliche Brandbomben. Das Opfer des heimtückischen Überfalls versucht, sich zu verteidigen und schießt zurück, vergeblich. Im Schutz der Dunkelheit sind die Angreifer nicht auszumachen. Der Anschlag gelingt. Am nächsten Tag findet die Gendarmerie in den rauchenden Trümmern eine verkohlte Leiche. Die Tat ist bis heute ungesühnt. Der Vorwurf, die französische Justiz habe den Fall zu schnell zu den Akten gelegt und die Mörder würden bis heute gedeckt, ist umstritten. Unbestritten ist, dass das Opfer wochenlang im Visier der französisch-kommunistischen Presse stand, die zuletzt eine offene Hetzkampagne betrieben hatte. USA, 4. April 1960. An diesem Tag stirbt der amerikanische Rechtsanwalt Willis Everett. Everett, ein glänzender Jurist und leidenschaftlicher Verfechter der Menschenwürde, hatte es sich zum Lebensziel gesetzt, 43 zum Tode verurteilte deutsche Soldaten, die er seit Kriegsende juristisch vertrat und von deren Unschuld er zutiefst überzeugt war, vor dem Galgen zu retten. Everett war ein Soldat und Menschenfreund. Seine Malmedy Boys standen bei ihm in hohen Ehren. Er hat für sie alles getan. Nachdem er entlassen worden war als Oberst in Amerika, führte er die Angelegenheit weiter. Er hat sein Vermögen geopfert. Er ist ein kranker Mann gewesen. Er hat erlebt, dass alle seine Mandanten aus den Todeszellen herauskamen. Er gehörte also sicher zu den Leuten, die sich um das Recht große Verdienste erworben haben. Zurück nach Traves in Frankreich, zurück in das Jahr 1976. Das Opfer des nächtlichen Anschlages ist der 61-jährige Deutsche Joachim Peiper, ein ehemaliger Standartenführer der SS, der seit Jahren zurückgezogen am Rande des Dorfes lebte. Peiper ist kein Unbekannter. Der aus Berlin stammende Kriegsfreiwillige war schon mit 29 Jahren Oberst und wurde wegen seiner persönlichen Tapferkeit während des Zweiten Weltkrieges mit Ritterkreuz, Eichenlaub und Schwertern ausgezeichnet. Von seinen Kameraden verehrt und bewundert, galt er in den USA lange Zeit als Inkarnation eines Kriegsverbrechers. Der Grund dafür war tragisch. Joachim Peiper hatte sich während der sogenannten Ardennenoffensive im Dezember 1944 zur falschen Zeit am falschen Ort aufgehalten. Ein Zufall, der genügte, um an ihm ein Exempel zu statuieren und ihn im Räderwerk von Politik und Justiz zu zermalen. Er war daher vollkommen überrascht, als ihm bei seiner Verhaftung durch US-Truppen vorgeworfen wurde, während der Ardennenoffensive einen Mordbefehl erteilt zu haben, dem 71 amerikanische Soldaten zum Opfer gefallen seien.
Um die Geschehnisse, die diesem Vorwurf zugrunde lagen, rekonstruieren zu können, muss man in den Dezember des Jahres 1944 zurückgehen. Zu dieser Zeit wollte Hitler noch einmal das Kriegsgeschehen wenden. Um die alliierten Landungstruppen zurückzuschlagen, plante er im Westen eine groß angelegte Offensive. War die Lage an dieser Front erst einmal stabilisiert, so seine Überlegungen, hätte er den Rücken frei, um sich der Ostfront zuzuwenden. Seine Hoffnung ruhte auch auf einem neuen Panzertyp, dem Königstiger. Ein Kampfwagen, der allen gegnerischen Panzern überlegen war und das Rückgrat der deutschen Armee bildete. Der Angriff sollte, wie schon beim Westfeldzug im Mai 1940, durch die von den Alliierten nur schwach besetzten Ardennen führen. Um die amerikanische Luftüberlegenheit nicht zum Tragen kommen zu lassen, wartete die deutsche Heeresführung auf eine Schlechtwetterperiode. Zu den bereitgestellten Verbänden gehörte auch die 1. SS-Panzerdivision, Leibstandarte Adolf Hitler, in der Oberst Joachim Peiper eine Panzereinheit führte. Am 14. Dezember 1944 bezog die Kampfgruppe Peiper im Blankenheimer Wald unweit der Grenze zu Belgien ihren Bereitstellungsraum, aus dem sie zwei Tage später um 5.30 Uhr bei neblig trübem Winterwetter zum Angriff in Richtung Antwerpen antrat. Die Offensive begann vielversprechend und die deutsche Wochenschau berichtete euphorisch: Aus den machtvollen Vorstößen unserer Panzer- und Infanterieverbände im südbelgischen und luxemburgischen Raume hat sich eine beweglich geführte Abnutzungs- und Begegnungsschlacht entwickelt, die vom Gegner ungeheure Material- und Menschenopfer fordert. Wo unsere Soldaten sind, ist auch Feldmarschall Model. Immer wieder ist es der starke Einsatz der Panzerwaffe auf beiden Seiten, der in den OKW-Berichten besonders erwähnt wird. Am 17. Dezember gegen 5 Uhr morgens erreichte die Kampfgruppe Peiper das belgische Örtchen Hornsfeld, wo sie ein amerikanisches Aufklärungsbataillon zerschlug. Gegen 8 Uhr standen die Panzer in Büllingen. Unvorhergesehene Probleme bereiteten allerdings die schweren Königstiger, die auf den verschlammten Straßen nur mit Mühe vorankamen. Als die Spitze der Kampfgruppe gegen 12.30 Uhr des gleichen Tages südlich von Malmedy die Straßenkreuzung bei Bonnier erreichte, stieß sie auf eine Lastwagenkolonne des 285. amerikanischen Feldartilleriebeobachtungsbataillons, die in Richtung St. Veit fuhr. Als die Panzer das Feuer eröffneten, sprangen die GIs in Panik aus ihren brennenden Fahrzeugen. Einige fielen, einige ergaben sich, andere erwiderten das Feuer und wieder andere versuchten, in einen angrenzenden Wald zu fliehen. Als die Panzer näher kamen, haben sich die amerikanischen Soldaten ergeben, die Hände gehoben, sie kamen heraus aus der Deckung, sie gaben sich gefangen. Nun ist es immer eine sehr seltsame Situation, wenn Panzerverbände Gefangene machen. Sie haben ja eigentlich niemanden zur Verfügung, der Gefangene bewacht, nach hinten bringt, um sie an Sammelstellen abzuliefern. Und so war es auch in diesem Fall. Im Grunde haben die Panzer der Spitzengruppe die amerikanischen Gefangenen nur nach hinten gewunken, auf eine Wiese. Auf dieser Wiese wurden die amerikanischen Gefangenen gesammelt. Als Joachim Peiper wenig später in einem eroberten US-Jeep den Schauplatz erreichte, war er ungehalten, dass seine Kampfwagen noch immer an der Kreuzung standen und die Amerikaner bewachten. Er ließ die Straße von den brennenden LKWs räumen, übernahm einen der Schützenpanzer und wies die übrigen Kampfwagen an, ihm in Richtung des nahegelegenen Ortes Engelsdorf zu folgen. Dort sollte sich angeblich ein amerikanischer General befinden, den er unbedingt gefangen nehmen wollte. Peiper befahl also, den Fahrzeugen die Fahrt fortzusetzen. Und in dieser Pause glaubten die Amerikaner, sie könnten einen Fluchtversuch wagen. Ein Teil von ihnen nahm die Waffen wieder auf. Sie rannten an den Wald hinein, etwa 60 Meter entfernt, und in diesem Augenblick kam eine neue Panzergruppe, der Kampfgruppe Peiper, sah diese flüchtenden Gefangenen und hat das Feuer eröffnet. Jedenfalls kam es zu einem zweiten Mal, dass sich die Gruppe sammelte an der gleichen Stelle auf der gleichen Wiese. Beim Weitermarsch passierte es, dass bei dem Spitzenwinkel zur Einbiegung in die N23 sich ein Panzer der 7. Kompanie und ein
Schützenpanzer der 11. Kompanie in den Straßengraben verirrten. Und es scheint so, als ob die Amerikaner diese Pause benutzten, um sozusagen einen zweiten Fluchtversuch zu wagen. Zusammengefasst und unter Berücksichtigung aller Informationen stellt sich das Geschehen wie folgt dar. Beim Vormarsch auf Engelsdorf bedeuteten die Panzerbesatzungen den Gefangenen, sich unbewaffnet in Richtung der nachrückenden deutschen Infanterie zu begeben. Nachdem die Panzer abgezogen waren, sammelten sich die überlebenden Amerikaner und zumindest ein Teil von ihnen nahm die zuvor weggeworfenen Waffen wieder auf. Statt der Infanterie näherte sich etwa 15 Minuten später die Vorhut der eigentlichen deutschen Panzergruppe. Da sie von den vorausgegangenen Ereignissen nichts wusste, hielt sie die auf einer Wiese jenseits der Straße laufenden Amerikaner für Angreifer, die niedergekämpft wurden. Bei diesem Schusswechsel gab es auf amerikanischer Seite weitere Tote. Die Überlebenden ergaben sich ein zweites Mal. Wieder rollten die deutschen Panzer weiter. Als später eine dritte Kolonne deutscher Kampfwagen die Kreuzung passierte und zwei Fahrzeuge in einen Straßengraben rutschten, nutzten die Amerikaner die Situation zu einem erneuten Fluchtversuch. Bei dem Versuch, diese Flucht zu vereiteln, fielen noch einmal mehrere GIs. Manche Details dieser tragischen Entwicklung sind bis heute ungeklärt, aber ein gezieltes, von den Offizieren befohlenes SS-Massaker an unbewaffneten amerikanischen Kriegsgefangenen, wie es die US-Justiz später darzustellen versuchte, gab es sicher nicht. Dies bestätigt auch Hans Sipptrott, der damals zu Pipers Männern gehörte. Es waren kämpfende Truppen, die haben immer wieder ihre Waffen aufgenommen. Deswegen wurden sie von der Spitze, von der Nachhut, von jeder Einheit angegriffen, weil sie nicht das befolgt haben, was ihnen die Spitzengruppe gesagt hat, dass sie die Waffen hinlegen sollen und sollen rückwärts in Gefangenschaft laufen. Die amerikanische Seite erfuhr von den Vorgängen durch einige US-Soldaten, denen die Flucht gelungen war. Auch nach ausführlicher Anhörung dieser Zeugen konnte der befehlshabende Offizier keine Anzeichen für ein Verbrechen erkennen. Einen entsprechenden Bericht schickte er an General Eisenhower. Im US-Hauptquartier sah man die Sache vollkommen anders. Die Verantwortlichen erkannten sofort die propagandistischen Möglichkeiten und stellten die amerikanischen Gefallenen in den Mittelpunkt einer breit angelegten Pressekampagne. Die amerikanische Presse griff dieses Massaker auf, um zu zeigen, welche Bestialität deutsche Soldaten verkörpern können, insbesondere die Soldaten der Waffen-SS. Inzwischen hatte sich das Kriegsglück gewendet. Nachdem das Wetter umgeschlagen war, konnte die alliierte Luftwaffe in die Kämpfe eingreifen. Damit war die Schlacht entschieden. Innerhalb weniger Tage brach die deutsche Bodenoffensive zusammen. Die Einheiten zogen sich hinhaltend kämpfend in ihre Ausgangsstellungen zurück. Obgleich die Amerikaner das Gebiet um Malmedy bereits Tage zuvor zurückerobert hatten, wurden die toten US-Soldaten erst am 13. Januar 1945 und auf Hinweis belgischer Zivilisten geborgen. Die Bilder der Leichen, über die inzwischen Neuschnee gefallen war, entfesselten in den USA einen Sturm der Empörung und den Ruf nach Rache. Dies umso mehr, als sich unter den Opfern die Söhne eines Senators und eines einflussreichen Großindustriellen befanden. Im aufflammenden Wirbel der Emotionen gerieten die tatsächlichen Ereignisse schnell in den Hintergrund, zumal Augenzeugen vor laufenden Kameras das Bild hemmungslos mordender SS-Männer zeichneten. Ich bin Unteroffizier William B. Summers aus West Virginia vom 285. US-Artillerie-Beobachtungsbataillon. Als wir nach Malmedy fuhren, wurde unsere Kolonne von Gewehr- und MG-Feuer gestoppt. Dann kamen diese Panzer und wir mussten uns ergeben. Sie nahmen uns alle Wertsachen ab und brachten uns auf ein Feld. Da kommt ein Bursche in einem Panzer, klettert heraus und feuert mit der Pistole in die Menge. Dieser sogenannte Augenzeugenbericht vom Raub der persönlichen Wertsachen
hat mit der Wahrheit wenig gemein. Obwohl viele der Soldaten ihre Erkennungsmarken nicht dabei hatten, die sogenannten